Hallo und ein gesundes neues Jahr. Frohes neues Jahr auch von mir. Genau. Wir sitzen heute im OB-Büro, im Vorzimmer, haben euch was zu erzählen. Wie ihr seht, haben wir die Gruppe umbenannt, was auf eine Initiative vom Oberbürgermeister von vor 3 Monaten zurückgeht. Und deshalb das Video als Information. Genau, wir wollen euch ein bisschen was erzählen, auch mal ein bisschen über die Gruppe. Die gibt es jetzt ja schon 8 Jahre, also jetzt im Februar. Die wurde damals von mir und noch einer Mitstreiterin, die inzwischen nicht mehr in Neustadt wohnt, gegründet. Damals, als das Rockland-Café zumachte, das war also die letzte Feierstätte, die es damals noch gab, nachdem schon Musikwerkstatt, Madison und so weiter zu waren. Und damals ging es dann darum, so langsam kochte der Frust ein bisschen bei den jüngeren Neustädtern auf, die einen oder anderen sich noch erinnern können, weil eben gar nichts mehr da war. Und dann war natürlich Facebook da, man konnte das erste Mal eine Sammelstätte finden, wo man so seine Meinung raushauen konnte, wo man auch mal Ideen sammeln konnte, natürlich auch, wie es weitergehen soll, wo die Leute sich ausgetauscht haben, wo man feiern gehen kann und so weiter. Ja, und diese Gruppe hat sich in diesen letzten 8 Jahren doch recht groß erweitert. Ja, wir haben damals angefangen mit ganz wenigen Teilnehmern und jetzt inzwischen, Matthias, stell mich richtig, 4.700 Mitglieder, schon eine ganz andere Nummer. Vor allen Dingen natürlich auch, ich hätte niemals damit gerechnet, weiß nicht, wie das anderen ging, aber das ist dann natürlich nicht mehr nur auf Thema Disco bezogen, auf Rockland Café bezogen, aber ich würde sagen, das ist schon gewachsen. Matthias, du hast da ein paar mehr Informationen dazu, was da so alles war, was so die letzten Jahre da Gutes passiert ist, ja, was Mitglieder gebracht hat. Auf jeden Fall der B39-Tunnel, das ja, war ein großes Thema bei euch. Das hat auch die meisten, so ziemlich die meisten Mitglieder, neue Mitglieder gebracht. Das muss definitiv. In wenigen Tagen sind da fast 1.000 Mitglieder neu gekommen, ja, durch den Tunnel. Ja. Und hat ja dann auch relativ stark frequentiert dazu geführt, dass die Gruppe wuchs und auch politisch in den Vordergrund rückte. Hat man dann auch nochmal gemerkt bei den Windkraftanlagen in Musbach, die ja auch kontrovers diskutiert worden sind. Genauso wie die Wahlen und die Biotonne, die Oberbürgermeisterwahlen, da sind wir auch nochmal stark in den Fokus gerückt. Weil wir von allen Parteien wahrgenommen worden sind, auch von allen Vorsitzenden. An dieser Stelle auch noch. Weil wir auch, vor allem, das finde ich ganz wichtig, weil wir unparteiisch waren, weil wir in wenigen Anschlussstellen waren, wo man wirklich hingehen konnte, Informationen sammeln konnte und tatsächlich mal völlig unabhängig Informationen bekommen hat. Ne? Weil es auch die gleichen Fragen waren. Ja. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Dank an die 3 Oberbürgermeisterkandidaten, dass sie uns empfangen hatten. Ja. Und im Moment läuft ja auch die Aktion für die Kommunalwahl 2019. Ja, richtig. Also für mich persönlich ist der B39-Tunnel jetzt eigentlich am meisten im Hinterkopf geblieben, nicht nur von der Nutzerzahl her oder von den neuen Mitgliedern her, sondern auch, weil wir, glaube ich, auch wirklich maßgeblich mit daran beteiligt waren, dass überhaupt dann Abstimmungen gekommen sind, dass man überhaupt reagiert hat seitens der Stadt. Wir sind also damit, bilde ich mir ein, recht groß aufgefallen und haben natürlich auch dafür gesorgt, die Leute haben die Informationen auf der einen Seite bekommen, die Leute haben auch ihre Meinung abtun können und dadurch hat man, glaube ich, auch seitens der Stadt mal gehandelt. Was mir, ich glaube, das geht aber den meisten Mitgliedern, ja, so ein bisschen gefehlt hat, war, dass die Stadt allgemein, Stadt ist für mich Stadtverwaltung, es sind verschiedene Gremien, verschiedene Abteilungen, natürlich auch der Oberbürgermeister, dass die sich aktiv mit in dieser Gruppe oder auch mit im Dialog mit den Teilnehmern und mit den Gruppenmitgliedern austauschen und auch verbinden. Und da gibt es jetzt eine Neuerung, die stellst du, glaube ich, denke ich mal vor, was wir da ändern. Ja, erstmal wollte ich noch erwähnen, dass wir aufgrund dieser B39 und der Windkraftanlagen und auch allen anderen Themen eine negative Konnotation von dem Gruppennamen hatten, der nicht rein Protest ist oder nicht rein Protest war, weshalb wir uns ja auch jetzt auch zur Umbenennung entschieden haben. Das muss man ja einfach mal hervorheben. Ja. Vielleicht sage ich auch was noch zu den Zahlen von uns. Genau. Die meisten Zahlen kann man nicht einsehen, die ich jetzt sagen werde. Die 4.700 Mitglieder, das haben wir ja schon gesagt, die sind auch öffentlich einsehbar. Was viele nicht wissen, ist, dass davon auch 80% aktiv sind. Das heißt, wir haben ungefähr 3.750 aktive Mitglieder. Und davon sind tatsächlich dann auch 3.250 ungefähr aus der Neustadt und Umgebung. Das heißt Maikammer, Lamprecht, Deidesheim. Also wahrscheinlich Kreis Bad Dürkheim vermutlich. Genau, ein paar aus dem Kreis Bad Dürkheim. Mhm. Aber ja, insgesamt haben wir dann auch ungefähr 6.000 Beiträge pro Monat ungefähr im Schnitt. Das heißt, jede Menge für uns als Moderation und Administration zu lesen. Genau. Und das darf man auch nicht unterschätzen, welche Reichweite wir dadurch generieren.
denn da bewegen wir uns so bei 100.000 Personen, die wir erreichen. Durch mehrfach Klicks, durch Teilen. Manche unserer Beiträge werden 400-500 Mal geteilt, wenn es gerade um sowas wie Aufrufe geht, Suchaktionen oder sehr polarisierende Themen, die hatten wir ja auch schon. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir euch natürlich vorstellen, wie es weitergeht. Wir ändern natürlich nicht nur den Namen und so ein bisschen das Logo, also ab sofort Neustadt an der Weinstraße, die Community. Und damit einher geht natürlich auch von unserer Seite natürlich ein bisschen mehr Arbeit in der Moderation, bedeutet aber auch, dass wir in Zukunft eine ganz maßgebliche Veränderung einführen werden. Die kommt natürlich auch auf Bitten des Oberbürgermeisters. Und auch die darfst du wieder vorstellen, das war dein Meisterwerk. Aufgrund unseres Engagements, was von der Stadtverwaltung vom Oberbürgermeister Rechnung getragen wird, werden wir jetzt quasi als Sprachrohr fungieren. Das heißt, wir werden mit Informationen versorgt. Wenn ihr hier postet, dann liest die Stadtverwaltung auch mit. Und schaltet sich auch ein und beantwortet je nachdem auch die Fragen, so gut es geht. Ein Beispiel dazu war jetzt zum Beispiel diese Querungshilfe in der Dr. Siebenpfeifer Straße. Da waren wir übrigens auch aktiv, da haben wir, glaube ich, auch mit unserem Protest relativ viel erreicht, indem eben auch sofort protestiert wurde und sofort noch reagiert wurde und das Ding dann versetzt wurde. Wo aber dann natürlich die Stadt an zweiter Stelle reagiert hat, und das hat mir sehr gut gefallen, das war, dass dann später auch erklärt wurde, warum muss die Querungshilfe überhaupt sein, warum muss sie dorthin kommen. Da wurde eben einfach mal eingeschaltet und genau das ist im Grunde genommen der Stil, den ich mir schon seit Jahren gewünscht habe. Das weiß, glaube ich, jeder, der mich kennt. Und den wir jetzt auch deutlich mehr nach vorne schieben werden, dass einfach die Kommunikation mit den verschiedenen Gremien der Stadt einfach stattfinden wird. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, warum wir? Dazu wird die Frau Schad uns kurz sagen, wie es dazu kam, dass wir ausgewählt worden sind, denn es gibt ja noch andere Gruppen. Ja, der Herr Oberbürgermeister hat durchaus festgestellt, dass die öffentliche Protestgruppe stark frequentiert ist, das OB-Büro. Meine Kollegin und ich, wir lesen da vieles mit, nicht alles, aber vieles. Und er findet das total toll, dass eben auch bei Facebook die politischen Themen und die aktuellen Themen der Stadt behandelt werden. Was ihm nicht so gut gefiel oder immer noch bis zum 31.12. nicht gefallen hat, war eben der Name, weil es doch so einen negativen Touch hat und wir doch positiv in die Zukunft gehen wollen, auch mit Facebook und mit der Gruppe. Und deswegen hat er vor ungefähr 3 Monaten, den Herrn Häusl eingeladen und dann hatten wir ein ganz tolles Gespräch, ganz offen und innovativ. Und das war der Grund, warum wir jetzt hier sitzen. Genau, richtig. Wir werden jetzt noch ein bisschen Arbeit haben, das heißt noch die ganzen Sachen umstellen. Für euch bedeutet das in erster Linie, ihr werdet eine Gruppe haben, die einen neuen Namen hat und die natürlich auch viel mehr Informationen in Zukunft bringt. Wir werden moderativ, denke ich mal, kaum weniger eingreifen wie bisher. Ich denke, ihr kennt uns, wir haben euch relativ viele Freiheiten gelassen. Das wird auch beibehalten, darauf lege ich sehr viel Wert. Dennoch gibt es natürlich die gewissen Verbots- und Tabuthemen. Auch das wird weiterhin beibehalten werden. Ansonsten wünschen wir euch, glaube ich, in der Gruppe sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe auf viel Dialog mit der Stadt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, richtig, ja. Vor allem, dass man eben auch das ist mir sehr wichtig, dass man eben auch bei kleinen Themen und auch bei größeren Themen eben einen direkteren Draht hat und eben auch schneller aufklären kann, wenn irgendwas unklar ist, wenn vielleicht mal was geklärt werden muss, bevor man dann eben mit 1000 E-Mails und Schreiben etc. jemanden nicht erreicht, sind wir jetzt, glaube ich, einfach eine gute Anlaufstelle, um zu kommunizieren. Ja. Für euch als Mitglieder ändert sich im Grunde genommen dadurch auch gar nichts. Wir werden weiterhin unabhängig sein, weiterhin authentisch. Das heißt, uns wird keiner reinreden. Darauf legen wir den Schwert. Ja. Es ist einfach so, dass ihr als Mitglieder jetzt ein besseres Sprachrohr oder eine bessere Transparenz innerhalb der Verwaltung habt und hier auch direkte Ansprechpartner und einen besseren Informationsfluss. Genau. Wunderbar, dann würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt ein gesundes neues Jahr. Lasst euch es heute noch gut gehen und wir freuen uns auf ganz viel rege Diskussionen, Kritik, aber auch positive Meldungen, Rückmeldungen und viel, viel Teilnahme in der Gruppe. Und ich denke mal, wir sehen uns die nächste Zeit mal wieder. Danke. Ciao. Ciao.